In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das neue Pokémon Infamomo bekommt und den neuen Epilog von Karmesin und Purpur freischaltet. Ja, meine Freunde des Pokémon-Universums, hier sind wir in der Kitakami-Provinz an der Bushaltestelle, also eigentlich da, wo unser Abenteuer begonnen hat, und wir wollen die Bonus-Episode starten, der sozusagen Mini-in-Gänsefüßchen-DLC, den wir bekommen können. Es ist vergleichbar mit dem Event-Item von Darkrai, das man in BDSP bekommen kann. Also ihr müsst hier auch tatsächlich ein Event-Item abholen. Dazu geht ihr hier auf Pokeportal. Dann verbindet ihr euch einmal mit dem Internet. Das vergesse ich auch gerne manchmal. Also drückt ihr einmal schnell die L-Taste. Das kann natürlich immer einen Moment dauern. Wir kennen das von Karmesin und Purpur. Ist nicht der schnellste D-Zug. So, dann geht's auf Geheimgeschenk und per Internet empfangen. Und da bekommt ihr dann das spezielle Event-Item. Und zwar nicht Themen 223, sondern hier mysteriöse Pirsifbeere. Da geht ihr drauf. Und dann bekommt ihr das spezielle Event-Item, das wir brauchen, um die Bonus-Episode auszulösen. Gibt es einmal noch eine wunderschöne Geschenkanimation hier. Du erhältst einmal mysteriöse Pirsifbeere. So, das andere Geschenk wollen wir jetzt erstmal nicht. Wir wollen uns das Event-Item einmal angucken. Dazu gehen wir auf Beutel und auf die Key-Items. Und dann sehen wir hier die mysteriöse Pirsifbeere in so einer Art Etui. Eine sehr erlesene Pirsifbeere mit unvergleichlichem Glanz. Es heißt, dass ein von Experten sorgfältig gepflegter Baum alle paar Jahre nur eine hervorbringt. Ich meine, das ist irgendeine Referenz auf Japan, wo es doch diese speziellen Früchte gibt, die Unmengen an Geld kosten. Übrigens, wir müssten hierhin, und zwar zu Momos Gemischtwaren. Und dann können wir die Bonus-Episode aktivieren. Es sei hier an der Stelle übrigens auch noch erwähnt, dass ihr die Bonus-Episode nur dann spielen könnt, wenn ihr den DLC Schatz von Zone 0 gekauft habt. An sich ist aber dann die Bonus-Episode mit im DLC enthalten. Außerdem müsst ihr die komplette Story von Karmesin und Purpur durchgespielt haben und auch die komplette Story des DLCs muss durchgespielt sein. Ihr solltet außerdem Folgendes noch beachten. Und zwar solltet ihr eure Pokémon gut trainiert haben. Die Gegner setzen Pokémon über Level 80 ein, also durchaus sehr starke Gegner. Dann möchte ich auch ein wenig über das neue mysteriöse Pokémon reden, was ich denke auch sehr wichtig ist. Das letzte mysteriöse Pokémon ist schon eine ganze Ecke her, dass es eingeführt wurde. Es ist nämlich Sarut gewesen und es war übrigens auch das einzige mysteriöse Pokémon in der 8. Generation. Das neue Pokémon nennt sich Infamomo und ist tatsächlich das bisher einzige mysteriöse Pokémon aus der 9. Generation. Das Pokémon hat eine ganz neue Fähigkeit, die sich Giftpuppenspiel nennt. Wenn Infamomo eins eurer Pokémon vergiftet, dann wird es nicht nur vergiftet, sondern auch garantiert verwirrt. Ja, das erinnert mich an die guten alten Zeiten, wo noch Paralyse und Verwirrung sehr, sehr nervig waren. Aber es gibt auch noch weitere Dinge, die ihr über Infamomo wissen solltet. So, und für die weiteren Sachen habe ich Infamomo bereits gefangen. Ich möchte euch nicht die Story vorenthalten, die sollt ihr selber spielen. Ist ganz interessant, ich will euch nur kurz zeigen, was Infamomo so alles drauf hat. So sieht Infamomo normalerweise aus und es hat den Typ Gift und Geist. Ich möchte ihm keinen Trank geben. Und dann gibt es natürlich auch noch Attacken, die es hat, nämlich Giftkettung. Der Anwender umwickelt das Ziel mit einer Kette aus Toxinen, die in dessen Körper eindringen und ihm schaden. Das Ziel wird eventuell schwer vergiftet. Ja, ist eine sehr nützliche Attacke, wie man sehen kann. Stärke 100, Genauigkeit 100, da wird es sicherlich Verwendung für geben. Und was ich vielleicht auch noch sagen will, das ist ein mysteriöses Pokémon auf Level 88. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwann mal ein mysteriöses Pokémon ein so hohes Level hat. Ich meine, Arceus in Strahlen der Diamant leuchtende Perle hatte, glaube ich, Level 80 gehabt. Ansonsten kann ich mich ehrlich gesagt nicht an ein stärkeres Pokémon erinnern, aber ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr es mal wieder besser wisst als ich. So, ja, das war der Bonus-Content an sich. Ist, wie gesagt, es war halt ein Item vergleichbar mit Darkrai. Also wer jetzt gehofft hat, da so, keine Ahnung, 20 Minuten mit spielen zu können, den muss ich leider enttäuschen.
Ich habe von Anfang an gesagt, es ist eine kleine Bonus-Episode, Epilog, beziehungsweise Mini in Gänsefüßchen DLC. Und da sollte man natürlich nicht so viel erwarten. Ich finde es trotzdem cool, dass die mysteriösen Pokémon wieder ihr Event zurückbekommen haben, weil das ist ehrlich gesagt etwas, was ich persönlich in ziemlich vielen Jahren Pokémon vermisst habe. Also ich hoffe, sie machen das wirklich immer so. Was ich mir persönlich ein bisschen gewünscht hätte, wäre mehr Kämpfe, weniger Dialog, weil es war sehr dialoglastig gewesen. Und ja, es hat sich so ein bisschen auch wie Filler angefühlt manchmal. Also man hätte es sicherlich besser machen können, wenn man es gewollt hätte. Aber es ist auf jeden Fall mal der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und bitte so beibehalten in Zukunft. So. Das war's von der Bonus-Episode. Lasst gerne ein Like da und nicht vergessen zu abonnieren, um keine weiteren Videos über Pokémon zu verpassen. Und was auch totinteressant ist, ist mein Fazit zum Pokémon-DLC. Wenn ihr das ansehen wollt, einfach rechts aufs Video klicken und schon geht's los.